Ah, also hier unten, der ist schon relativ frei. Aber der Locke, die Locke da oben, was ist das? Ich weiß nicht, wo das hängt. Die Locke. Ja, diese obere Locke, die dreht sich nicht mehr. Okay. Wenn diese untere Locke dreht sich und die obere Locke dreht sich nicht mehr. Die ist fest, oder? Ja, die ist fest. Deswegen hält er den fest. Ah. Hier unten bin ich jetzt fast frei. So, und dann würde die, wenn ich die jetzt rausziehen würde, dann würde diese Locke sich quasi mitdrehen und dann würde der von der Achse runterkommen. Aber das tut er nicht, weil diese Locke festhängt da oben. Hier, diese Locke. Okay, dann gucken wir mal gleich. Was habe ich denn da für einen Schrott gekauft, sag mal? Fürchterlich, würde ich direkt so zurückgehen. Würdest du heute jemandem empfehlen, sich eine Lami und eine Vespa zu kaufen, wenn er nicht selber schrauben kann? Es gibt halt sehr, sehr viele, die möchten gerne Vespa fahren oder möchten gerne Lami fahren. Oder sind vielleicht jetzt auch inspiriert durch dieses Thema. Aber ohne selber schrauben geht es halt nicht mehr, ne? Es geht nicht mehr. Du kannst, ein Freund von mir war jetzt mit seiner Vespa in einem Vespa-Laden. Da hat der mich angerufen, weil der Mechaniker nicht wusste, wie er eine Zündkronplatte anschließen sollte. Das Schöne ist ja, selbst wenn du nicht selber schrauben kannst, du findest ja in der Szene immer wieder irgendjemanden, also meistens bleibt das ja nicht aus, dass du auf Gleichgesinnte triffst. Ja, aber du musst vernetzt sein. Und dann, genau, du musst vernetzt sein. Und dann findest du aber auch jemanden, der für dich schraubt oder der dir hilft. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, also... Du solltest ja auch kein Fahrrad fahren, wenn du da nicht irgendwie regelmäßige Wartungsarbeiten durchführst. Also so ein bisschen technisches Verständnis ist nicht schlecht. Oder wenn man halt jemanden hat, der einem hilft. Und das finde ich halt das Gute. Du findest ja immer jemanden, der dir hilft oder der was machen kann. Ja. Du musst halt vernetzt sein. Irgendwie in irgendeiner Form irgendwem anschließen, der dir da helfen kann. Ne? Und bei Werkstätten, da findest du ja auch was. Es gibt aber Jungs, die schrauben in diesem Bereich, gibt es vielleicht noch zwei Hände voll in Deutschland. Ich meine, du bist ja mit den Händlern auch oder mit den Schrauberwerkstätten besser vernetzt. Da gibt ja nicht mehr viele. Wie viel gibt es da noch? 10? Ah, ich glaube, da gibt es schon mehr. Ja? Das Problem ist halt, wenn ich jetzt der Schiebe mitbekomme, das Problem ist halt die Dichte. Ne? Also da wird es mehr geben. Ein Aluminiumkopf auf einem alten Bus? Ja. Standard? Ja. Echt? Guck. So. Die Stehbolzen sind M8, ne? Stehbolzen sind M8, das ist unabhängig. Das sind nämlich die Stehbolzen, die ich beim Conversion Kit verbaue. Genau. Vor der PX. Genau. Die sind gut. Also unabhängig vom Hubraum sind die auch M8. Vergaser vorher abnehmen oder kann man das alles so mit runterziehen? Ich hätte jetzt versucht, ob wir den so runterbekommen. Ja. Wenn es dumm läuft, müssen wir ihn abnehmen. Aber dann würde ich direkt den Ansaugschmutzen abschrauben. Ja, klar. Macht Sinn. Mach dir kurz. Mach das mal weiter. Das ist doch ein Schiebhänger. Ich unterstütze dich mal ein bisschen. Sehr gerne. Mit einem guten Hebel. Gibt es an der Lambretta, bevor wir den abziehen, gibt es an der Lambretta diesen klassischen Arschlochbolzen wie bei der PX unten am Kicker, der, wenn der einmal gegammelt ist, gibt's nicht. Also, was halt festgegammelt sein kann, ist der Motorbolzen. Im Prinzip alle Metallverbindungen können ja festgegammelt sein. Was halt auch passieren kann, dass das Mechhousing so fest ist, dass du es nicht mehr einteilig runterbekommst. Ja. Der Zylinder, das sieht ja gut aus und der Vergaser muss ab. Ja. Dann machen wir direkt den Ansaugstutzen. Ist das eine 10er Nuss? Ja. 11. Das ist 11. Ja. Die Überströmer sind auch relativ klein, ne? Ja. Leichter Leistung rauszukriegen PX, leichter Leistung rauszukriegen Lambretta. Da muss man leider zugeben, früher gab es ja Leute, die sich TS1-Zylinder auf Vespa-Motoren gebaut haben in den 90ern. Ja. Aber da muss man leider zugeben, hat die PX die Nase ganz eindeutig vorn. Woran liegt das? Ich glaube am Überstromsystem. Und was wahrscheinlich auch noch ein Unterschied ist, es gibt halt viel mehr PX-Tuner. Und da ist die Community auch irgendwie größer und die Leute, die was dafür machen. Hast du eine kleinere Verlängerung? Ja.
Ach nee, hier liegt sie, guck mal. Ach so. Ich komme da dran. Du hast, glaube ich, die falsche Nuss. Hatte ich. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Hast du einen 11er Schlüssel? Ja. Zur Hand? Ja, nee, und gerade mit den Quadrini-Motoren und... Wer sitzt denn im Moment bei der PX, ist ja der Hengst im Stall, ist ja der Quattrini. Mhm. Der 244 oder 233, geht einfach nichts dran vorbei. Alles, was da jetzt gekommen ist, versucht halt auf den Zug mit aufzuspringen, ob das jetzt VMC ist. Da setzt Quattrini wirklich auch Leistungsmaßstäbe. Ich fahre ja auch in der 200er Klasse nur noch Quattrini. Ja. Was ist bei der Lambretta? Sagst du auch der Quattrini? Den gibt es ja nur für den kleinen Block. Mhm. Da hat er auf jeden Fall, das Problem ist, der Lambretta-Fahrer, der hat halt gerne Drehmoment, also das hat der Quattrini auch, der hat halt nicht die Top-Spitzenleistung, es gibt halt noch andere Konzepte, die mehr Leistung machen, ja. Aber das ist dann häufig, dass die Fahrbarkeit dabei ein bisschen auf der Strecke bleibt. Also. Okay. Boah. Jetzt müsste der aber kommen, oder? Ja, wir geben uns mit. So. Ich glaube, die Kolbenringe sind jetzt. Ach gut. Ach, wie neu. Ja, aber guck dir mal die Ablagerung an, ey. Komm mal mit der Kamera, Marisabel, guck dir mal die Ablagerung auf diesen. Wie sieht denn der Zylinderkopf von innen aus? Boah. Der wird. Guck dir das mal an. Guck mal hier. Boah, der hat, ist massiv. Kohle drauf. Aber die Kolbenringe haben dicht gehalten. Ne? Also du hast keine Brennspuren auf dem Hemd. Ja. Das heißt, wenn das Kolbenhemd braun ist, dass die Verbrennung am Kolbenring vorbeigeht. Ja. Und die klassische C-Kolbenring. Alles klar. Na gut. Gott, wie niedlich. Gott, wie niedlich. Hier ist die Prärie Spaniens, ist hier noch drin. Ich sag's dir. Guck dir das an. Also das heißt, hier Überströmer, Fräsen und so, du kannst dir die Arbeit zwar antun, aber kannst du so bleiben lassen. Ja, schon. Ja. Also, ja. Das, also ich habe mittlerweile mit den jetzigen Marossi Sportzylindern und so weiter und so fort, du baust einfach nur noch zusammen und hast 22 PS, 23 PS, da brauchst du nichts mehr fräsen. Ich habe jetzt im letzten Video einen MAR da gehabt, von 2013, den ich gebaut habe. Da habe ich noch gefräst wie ein Blöder, bin ich auf 27 PS gekommen. Ja. Da steckst jetzt die Quattrini zusammen, machst einen SI-Vergaser drauf, hast die gleiche Nummer. Brauchst dich nicht mehr abstrampeln. Also das bringt alles nichts mehr. Ja, das meiste Zeug ist halt relativ gut ausentwickelt. Das ist wirklich mit Plug and Play hinhaut. Kommt der Bolzen? Ja, das sieht so aus. Wir haben noch ein Werkzeug dafür. Komm, kommt da ab? Dann brauche ich noch ein Stück. Ein Stückchen müssen wir noch. Ja, wundervoll. Sehr gut. Kolbenbolzendurchmesser, das gleiche wie bei der PX? Genau. Ja, also 16er. 200er, okay. Das heißt, Ladelager und so, sind die identisch oder ist die Kolben? Ja, ist identisch. Auch von der Breite ist das identisch. Es gibt halt Zylinder aus Italien, da musst du ein breiteres Lager oben reinmachen. So, Kurbelwelle, die muss auf eine bestimmte Position gedreht werden. Okay, komm mal rum. Also, dass der Hubzapfen ungefähr in dem Bereich ist, dann kannst du die raus. Genau, ungefähr. Das ist irgendwie Gefühl. Dann klopfst du die raus, oder ich habe auch ein Werkzeug mitgebracht, mit dem wir die rausdrücken können. Ja. Und dann kannst du die rausfädeln. Ich würde sagen, ich nehme mal ganz vorsichtig den Schonarm. Also Hubzapfen auf 5 Uhr und dann die. Klopf da mal gegen und dann gucken wir, wie fest die sitzt. Die sitzt fest? Dann nehmen wir lieber das Werkzeug. Ja. Wenn du Kurbelwellen wiederverwenden willst, immer Werkzeug nehmen. Weil auch da, du tust der Kurbelwelle halt keinen Gefallen, ne? Warum? Ja, also, ja, das stimmt. Warum auf 5 Uhr den Kolbenbolzen? Weil du die Welle sonst nicht rausgefädelt bekommst. Also die wird so schräg da eingefädelt. Ah, okay. Ja, siehst du. Das sind genau diese Tricks und Kniffe, die ich meine, wo du
wo du, die du wissen musst, sonst puppelst du dir ja an der Kurbelwelle den Ast ab. Ja. Boah, die Dichtung, ey, das ist alles. Anno 1900 Tobak, ey. Achso, der ist weg. Gott, wie niedlich. Ah, jetzt sieht man auch, dass der Dämpfer vom Gehäuse hier am Rahmen anliegt. Hm, genau. Wenn das jetzt eng wird beim Abziehen vom Zylinder, kann man halt auch noch hingehen und den rausmachen. Genau. Hm. Die 14er nutzen wir da genau. Ja. 14er, auch wieder so ein Schraubenmaß. Wunderbar. Ja, das ist aber bei Vespa auch so bis zu einem gewissen Baujahr mit der 14er Schlüsselweite bei M8. Ja. Und das ist dann irgendwann geändert worden. Also ich habe bei solchen Dingen immer so einen leichten Fetisch. Dass ich dann auch gerne, wenn es original so verbaut war, hingehe und das originale Maß mit den richtigen Unterlegscheiben. So, jetzt muss ich passen. Gut, Werkzeug ist drauf, ist hier auf dem Motordeckel verschraubt. Hm. Damit drücken wir die Kurbelwelle jetzt raus. Ah, fein. Damit zwingst du sie quasi auch in die richtige Position. Ja, ja. Genau. Warte, Moment, die ist noch. Stopp, warte mal, wir müssen einmal auf die andere Seite drehen. Ja. Ja, jetzt können wir. Komm ich mal mit der 24er Nuss. Das ist ja ein geiles Tool. Ja, ist ja. Jetzt kommt sie schon. Ja, jetzt kommt sie schon. Ja. Jetzt, nochmal. Jetzt, nochmal. Jetzt, Mann. Okay. Und jetzt, jetzt kommt das Fehlen, ne? Genau, und man muss weiter. Ich komm nicht hier an. Guck mal selber. Ja, ist schwer zu beschreiben irgendwie. Ja, das ist ein Gefühl da. Ja, ja. Wie man das beschreibt. Das war's. Genau, jetzt kann ich da noch mal reinleuchten. Das sind boah, da sitzen Wellen dicht drin. Genau. Von der Seite? Ja. Oh, ich freue mich. Ich weiß nicht, wie das angeht. Das sind die Stellen, wo es richtig gut zugänglich ist. Genau. Und was auch immer ein Quell steter Freude sein kann, ist es, die 4 Schrauben loszubekommen. Sind das Inbus? Wenn ich die neu mache, sind das Imbus. Die gibt es als Schlitz und als Kreuzschlitz. Wir haben jetzt hier Kreuzschlitz. Wir versuchen das mal. Und das kann halt sein, dass wir da Wärme, Zeit und viel Geld brauchen. Okay. Und irgendwelche Kriechmittel brauchen. Ah, ich freue mich. Ich verstehe dich. Ja, da hat man irgendwann auch nicht drüber nachgedacht, ne? Dass man alles irgendwann 30, 40, 50... Aber gut, ganz ehrlich, wer hätte damit gerechnet? Es gibt ja immer wieder so Engländer, die sagen, das wären irgendwelche Shopping-Bikes und so und alles zu unterkonstruiert. Ja. Aber wer hätte damit gerechnet, dass über 50 Jahre nach Produktionsende die Dinger immer noch quer durch Europa gejagt werden und keiner da mehr Leistung denn jemals zuvor rausgeholt wird. Ja, das ist der Leistungshunger ist unser Thema. Ne? Ja. Immer wieder das gleiche Thema, dass der Leistungshunger das Problem ist. Der Leistungshunger ist das Problem. Die Dinger würden ewig um 3 Tage fahren, dann willst du aber 25 PS haben und dann darfst du dich nicht wundern, wenn so ein Ding auch dann nur noch 10.000 Kilometer hält und du dann eine Revision machen musst. Das ist so. Ne? Und, was sagst du? Also, die Kupplungsmutter, die war leichter zu lösen. Mhm. Wenn er einmal doll ist, ist er doll, ne? Ah, habe ich was gesagt? Nee.
Aber ich sah an deinem erleichterten Seufzer, hörte ich an deinem erleichterten Seufzer, dass da werden jetzt bestimmt Kommentare kommen, dass du mit dem Schonhammer an einem Motor zugange bist. Ja! Kennst du die Geschichte mit dem Schonhammer? Naja, es gab einen sehr, auch den, der wird dir bekannt sein, einen sehr bekannten Airbrusher, der mit einer Bremstrommel gekämpft hat. Ja. Und wer mal Vespa geschraubt hat, weiß, dass eine Bremstrommel und eine Hauptwelle die besten Freunde werden können. Für jeden von drei Tage. Und irgendwie kriegst du die Scheiße ja runterkriegen. Ja. Und dann nimmst du halt irgendwann mal einen Hammer. Weil dann ist es dir auch egal, ob es ganz bleibt oder nicht. Ja, ja, muss ja irgendwie auseinandergehen. Ich bin ja auch eher... Manche Kommentarpiraten, die schreiben dann ihr Allerbestes dazu. Also es ist immer ganz, ganz witzig, das zu lesen. Aber die schrauben halt auch nicht selber. Ich würde sagen, der Erfolg gibt uns recht. Ja. Außerdem waren wir mit dem Schonhammer ja... Sehr sparsam. Lediglich A, sparsam. Ja. Und B, auch nur auf der Schraube. Als ich bei der Bundeswehr meine Kfz-Panzerschlosser-Ausbildung gemacht habe, haben wir Ventile an einem Leopard 2 mit einem Hammer eingestellt. So. Kevin, das lief eigentlich ganz gut bis jetzt. Ja, ich dachte, es läuft viel zu... Das Thema Schaltklau haben wir ja noch, die eine Nocke da hinten. Stimmt, hat sich erfolgreich verdrängt. Ja, das holt uns gleich wieder ein. Aber es ist ziemlich verkorkt und verschmackt und hier sind Ablagerungen ohne Ende drin. Also der Motorblock braucht... Ach, guck mal, Wellenlichtring ist direkt mit rausgekommen. Ach so. Der sitzt da normalerweise so drin und ist da normalerweise auch einigermaßen fest drin. Ah, der wird mit der Gegenplatte gehalten. Genau. Mhm. Aber ist halt so fest, dass du den so nicht rausbekommst. Ja. Und hier sitzt noch eine Dichtung drunter. Die da nicht mehr drin ist. Doch, die ist da auch noch. Die sitzt hier auf dem Lager. Komm mal rum. Warte, ich warte ein bisschen. So, bist du da? Moment. Ja. Die sitzt da auf dem 6305 Lager. Ja. Da ist er. Und sieht so aus. Die dichtet das dann ab. Gibt es von Casa Performance inzwischen, dass die Dichtung wegfliegt und das mit dem O-Ring abgedichtet wird. Ist eigentlich eine ganz smarte Lösung. Ja, klar. Und da siehst du jetzt das 6305 Lager für die Antriebsseite. Ja. Da kann man, glaube ich, auch sagen, ausreichend dimensioniert. Raus zu der Seite oder raus zu der anderen Seite? Zu uns raus. Zu uns raus, okay. Gut. Okay. Puh, da ist viel sauber. Guck dir mal an, guckt euch mal hier an, wie viel Ablagerung da drauf ist. Die war definitiv die letzten 30 Jahre. Mein Gott. Aber ich sag dir was. Die Kurbelwelle tut's noch. So gut wie kaum Spiel, ey. Naja. Ja. Würden wir gegen ein anderes Exemplar aus dem Hause eintauschen? Könnte Sinn machen. Ja. Ob die Schaltklau und ich heute noch Freunde werden? Die Frage, die sich vielleicht jetzt aufdrängt, ist hier mehr Leistung angestrebt? Natürlich. Natürlich ist hier mehr Leistung angestrebt. Das ist in deinem Fall ja auch eine rhetorische Frage. Natürlich. Ich habe das letzte Woche noch zu jemandem gesagt. Das letzte Mal, dass ich eine originale 200er PX gefahren bin, war 98. Ich glaube, das letzte Mal original bin ich 1998 gefahren. Ja, locker. Also ich glaube, dieser Nocken ist das Thema. Du, weißt was? Wir lassen die Schaltklaue einfach drin. Du kannst das Ding ja so schieben. Jetzt ist die Frage, soll der Motor ausbauen, damit du den sauber machen kannst? Dann nehmen wir Bremstrommel runter, bauen die Hauptwelle aus und dann kriegen wir die Schaltklaue auch raus. Ja, machen wir so. Jetzt kommt auch das ganz Interessante, was du eingangs gesagt hast, die Bremstrommel ist auch nochmal ein interessanter Punkt, weil die hat verfolgt ein anderes Befestigungssystem als eine PX. Ne? Genau, die ist auch ein Bonus. Ja. Und um die runterzubekommen, brauchst du auch ein Spezialwerkzeug, eine Bremstrommel hier. Ja. Da gibt es die frühen... Ja, komm mal rum, jetzt wird es interessant. Da sitzt hier ein Sicherungsblech, das ist bei den späteren Modellen in der M7-Schraube gesichert. Nee, nicht, ne? Warte mal.
Warte, ich glaube, der will nicht. Mach mal schon, mal. Das hat man gern gesehen in Videos. Ja, ja, schon haben wir immer super. Da war sie. Guck, so sind schon haben wir alles gut ist. Ein kleiner Trick, wenn der Imbus sich doll gedreht hat, weißt du, wie du den trotzdem rauskriegst? Klopfst einfach mit dem Hammer eine Torx in den Torx rein. Ja, ja. So, was willst du denn machen, wenn du sonst keine Chance hast? Ja, ja. Nimmst du dir eine Verlängerung, nimmst dir einen Torx mit und gibst ihm. Ja. Und dann kriegst du die auch raus. Okay. Gut. Das ist eine 24. Genau. Die haben wir da liegen. Das würde ich also auch mit dem Schlagschrauber losmachen. Ja. Ich sehe schon, mein Werkzeugportfolio wird sich um einiges erweitern. Schau, keine weiteren. Okay, so jetzt wird es spannend, glaube ich. Ja, jetzt brauchen wir Bremstrommel abziehen. Bremstrommel abziehen. Gibt es für die Lambretta hinten eine Scheibenbremse? Ja, theoretisch gibt es das. Theoretisch gibt es das. Es gibt auch Seitenständer für Lambretta, aber es gibt Dinge, die gehören nicht an Lambretta. Nochmal bitte? Es gibt Dinge, die gehören nicht an eine Lambretta. Die hintere Scheibenbremse würde ich auf jeden Fall dazu ziehen. Okay. Und Seitenständer auch nicht? Nee, also. Ich bin ja ein Fan von Seitenständer. Es gibt hier zwei Rahmenstreben, ja. Die sind da am Rahmen verschraubt und ja. Wenn du da das ganze Gewicht drauf legst, gehen früher oder später kaputt. Okay. Also das ist keine gute Idee. So, hier hinten ja. Gibt es eine Aufnahme für einen quasi Wagenheber. Den habe ich gerade versucht zu reinigen. Ist nicht von Erfolg gekrönt. Das wäre ja auch zu einfach gewesen, das direkt so zu machen. Ah, boah, warte, guck mal, was da rauskommt. Okay. So, haben wir den auch frei. Geht. Guck mal. Komm, mach mal richtig. Geht's auch. Geht schon. Sei dummer, ein Gedanke. Jetzt mache ich das immer so. Ich kipp den Motor ja. Ein. Dann klappst du den einmal. Mach ich normalerweise mit. So, jetzt. Links an. Ja. Yeah. Vorsicht. So, jetzt steht. Müssen wir rüber schieben. Ja. Ah, guck. Ja, jetzt holen wir uns einen Bremstrommel abziehen. Das Lager klingt aber noch sehr smooth. Beziehungsweise, in dem Fall brauchen wir den gar nicht. Wir brauchen den normalerweise nicht vorkommen. Aber zeig wenigstens mal das Tool, damit die Leute wissen, worauf sich einlassen. Da musst du ein bisschen aufbiegen, glaube ich. Oder einmal die Luft ablassen. Gibt es hier irgendwo ein Ventil? Mhm. Ja. Sogar auf der richtigen Seite, schau. Also dann können wir mit Gewissheit sagen, dieser Motor ist zuletzt definitiv nicht mehr gelaufen. Mit Sicherheit nicht. Weil es ist alles locker. Und der war mit Sicherheit auch schon mal aus dem Raum. Ja. Wie heißt das so schön? Der ist gelaufen bis zum Ausbau. Kennst du das? Ja, ja. Lief, genau. Lief bis zum Abstellen. Lief bis zum Abstellen. Lief super. Sprang immer an. Ach, guck an, hier, das ist der Konus, okay. Genau. Okay. Die Bremsscheibe sieht vom Durchmesser aus wie eine PX. Also vom Außendurchmesser. Okay. So eine Sicherungsplatte hier, okay. Ja. Achso, Bremstrommel abziehen soll ich ja. Ja, bitte. Damit die breite Masse der Zuschauer das Tool auch mal gesehen hat. Komm, wenn wir hier jetzt, dann machen wir auch richtig. Ist jetzt in Teilen das Werkzeug. Im Endeffekt sieht das grob so aus. Jetzt holen wir die Bremstrommel nochmal dazu. Da hinten. Mhm. Und im Endeffekt wird der hier dreifach draufgeschraubt und ja. Dann hast du hier eine große zentrale Schraube drin, die das Rad abdrückt. Und das brauchst du auch, sonst kriegst du das nicht ab. Wie kriegst du das drauf? Einfach mit der Mutter draufballern? Einfach mit der Mutter draufballern. Da ist es ganz wichtig, das richtige Anzugsdrehmoment zu beachten. Es gibt drei unterschiedliche Konen. Du hast jetzt einen 8-Grad-Konus da drauf. Moment. 8 Grad, woher du wissen? Ja, weil es bei den späten Modellen immer die 8 Grad waren. Natürlich! Und für den gibt es ein bestimmtes Anzugsdrehmoment. Das sind, glaube ich, 147 bis 165 Newtonmeter, irgendwie sowas. What? Ja, das ist richtig fest.
Okay. Und da arbeitest du dich dann mit dem niedrigeren Drehmoment ran. Ja. Und ziehst die Mutter immer so weit fest, bis eins der Löcher in der Sicherungsscheibe mit dem fluchtet und dann kannst du es festmachen. Ist nicht die lustigste Arbeit der Welt. Okay. Geht aber trotzdem ganz gut. Gut, ich würde jetzt einfach den Schonhammer holen. Ja, bitte, Schonhammer. Nehmen wir mal den größten Orangen, du hältst die Hauptwelle auf der anderen Seite fest. Und dann klopfe ich einmal leicht gegen. So, Bonus ab, Hauptwelle raus. Dann müssen wir auf die Schaltklaue. Wir können aufs Federbein wieder reinmachen. Ja. Aber die Schaltklaue. Ich den Motor auch noch stützen muss, mache ich den genauen Stoß einfach rein, sonst kippt der nämlich an. Genau, so. Schaltklaue liegt da unten irgendwo. Die kann man auch mal neu machen. Wobei, ja, nee, die würde ich nicht mehr machen. Ach, hier sitzen wir ein Licht. Genau, das ist so ein O-Ring drauf. Okay. Ja, Kevin, jetzt hast du da Bretter mit einem fast ausgebauten Motor. Hat die Schaltklaue irgendwie ein Spiel, mit dem man klarkommen muss? Meinst du Spiel? Also, wenn du hier dran wackelst oder so, gibt es irgendwas, was dir Sorgenfalten auf die Stirn treibt? Oder sagst du? Nee, also wie gesagt, da ist halt hier eine Buchse. Warte mal, ist noch eine Scheibe, die gerade fliegen geht? Ja, das ist die von... Die ist halt in einer Buchse geführt und die würde ich halt immer neu machen. Weil, wenn du die Buchse neu machen musst, mit dem Schaltarm musst du Bremstrommel ab, Getriebe raus, um die eine Buchse zu erneuern. Nee, das ist Quatsch. Das ist auf jeden Fall an der falschen Stelle Zeit gespart. Wenn du jetzt die Hauptwelle wieder einbauen wollen würdest, würdest du die Schaltklaue reinbauen und dann so retour, wie wir es rausgenommen haben? Also rein? Also ich würde in der Tat die Schaltklaue vormontieren. So wie jetzt? Das ist einfacher. Also die neuen Schaltklauen, die haben hier hinten so eine Abschrägung. Ja. Die kannst du auch relativ einfach Kugeln zusammendrücken und du kriegst die drauf. Wenn du das mit der versuchst, so rum, das wird auf keinen Fall funktionieren. Ja. In der Richtung schon, weil es da auch abgeschrägt ist. Aber die neuen haben das auch so. Das heißt, du kannst auch bei eingebauter Hauptwelle die Schaltklaue tauschen. Okay. Was halt einfach ist, einmal mit den Federn das jetzt vorzumontieren. Mhm. Aber das Gute ist, das machen wir dann auch noch zusammen. Genau. Weil dann... Das heißt, Schaltklaue machen wir noch raus, weil ich will den auf jeden Fall strahlen. Okay, gut. Da brauchen wir nochmal. Machen wir die hier oben. Verlängerung und ziehen dann los, da müssen wir den Schaltarm abmachen. Mhm. Und dann der Zehnernuss machen wir oben noch. Das sind im Grunde nur die Widerlager für die Züge, ne? Das ist genau. Erste bis vierte Gang und Kupplung hast du hier drüber auch. Oder was geht hier drüber? Kupplung und Schaltzüge. Ja, genau. Da ist der Kupplungszug und das sind die Schaltzüge. Okay. Mein lieber Scholli. Was sagt die Batterie? Passt die Batterie noch? Noch genug Batterie drauf? Ja. Gut. Eine Batterie haben wir eben schon mehr gefahren. Wie lange brauchst du den Motor so zu zerlegen, wenn du jetzt das nicht jemand wie mir erklären musst? Stunde? Ja, kommt ja drauf an. Also wenn alles fluppt, dann schon. Mhm. Ist halt auch immer von Vorteil, wenn die Motoren schon kennst, die einmal gemacht sind und du weißt, es geht alles auseinander. Mhm. Aber das hat ja jetzt hier alles, bis auf die Geschichte mit der Schaltklaue, wunderbar geklappt. Nicht so schlecht geklappt. Mhm. So. Da kommt gleich die Schaltklaue, alles klar. Genau, da ist noch eine Unterlegscheibe, bei der Montage ist halt wichtig, die Schaltgabel hochzudrücken, dass sie hier drunter sitzt und da kein Spiel ist. Okay. Und die Schaltklaue verschleißt aber auch, ne? Das ist ja die Schaltgabel. Ja, ich meine die Gabel. Und ja, die verschleißt, also halt die Steinchen, machen. Die kannst du neu machen. Mhm. Wobei die eigentlich noch ganz gut aussehen. Aber ich würde sie einmal neu machen, wenn man sowieso dabei ist. Ja, klar. Genau, und das ist halt hier, wie du siehst, im O-Ring abgedichtet. Ja. Und da drunter sitzt die Buchse und... Wie kriegst du die Buchse raus? Mit dem Austreiber nach innen rausschlagen, also Motorgehäuse warm machen. Ah, und dann ist das die gleiche Messing... Ah, das darfst du nicht wissen, die gleiche Messingbuchse, wie du bei der PX bei der Nebenwelle hast, bei der 80er.
da sitzt die Nebenwelle auch in so einer Messingbuchse gelagert. Wenn dafür du, ist das zu lange her. Zu lange ich her, glaube, okay. Das letzte Mal PX geschraubt habe ich, als du umgekehrt PX200 gefahren bist. Okay, okay. Ja gut, aber das ist, ich würde zum Beispiel jetzt auch mit den aktuellen Fuffi-Techniken auch, müsste auch wieder bei mir anfangen. Ja, da muss man sich erstmal wieder reindenken. 1993 ne? Das letzte Mal gewesen. Also es ist jetzt 31 Jahre her. Oh, wow. Okay, gut. Ja gut, da können wir gucken, ob wir den Motorbolzen rausbekommen. Ja. Unser Lieblingswerkzeug, der Schonhammer, sieht aber ganz gut aus. Das heißt übrigens nicht Schonhammer, sondern Michael Z. Gedächtnishammer. Okay. Ja, Michael, schöne Grüße von dir, Nadal. Ne, muss noch mal eingeben, der will noch nicht. Warte mal, oh. Such mal. Der Schonhammer. Ich freue mich. Also wir können ihn theoretisch gesehen schon mal absetzen. Du meinst vom... Von dem komischen Wackelständer. Ich heb den einmal hoch. Ja. Jetzt das Motorgehäuse hinten schon mal runter. Ja. Und? Und jetzt? Jetzt müssen wir noch mal, mit einem... So würde ich jetzt mit einer großen Verlängerung machen. Ja. Große Verlängerung von hinten geben und dann... Das machen wir. Da machen wir was Schönes von BGM rein. Da machen wir was Schönes. Aber das siehst auch schon, wo er gehangen hat. Aber sieht noch gut aus. War gut. Theoretisch, praktisch gesehen. Will er nicht. Der ist ein bisschen verkantet in die Richtung. Machen wir das Bild mal ein bisschen an. Suchen wir dein Glück. Da kommt er. Ja, und ab. Ich schenke aus. Ich schenke aus. Warte mal, ich muss schon. Hey! Hier! Ja. Deine Trophäe! Der da ist er! Der Lambretta-Motor! Boah, ist der fertig, ey! Also, was ist fertig? Also dreckig. Und der hat ihn schon sauber gemacht, der Zocki. Das hat er mir gesagt. Der muss also ganz übel ausgesehen haben. Okay. So, dann würde ich sagen, müssen wir beide uns mal ganz intensiv unterhalten, was wir jetzt für Komponenten verbauen. Ja! Ne? Würde ich sagen, wir besorgen einen Helm. Hol das Testbike raus und du fährst dran. Okay, das seht ihr aber in einem anderen Video, weil jetzt muss ich mich erstmal sauber machen und dann will ich mal am Bretter fahren und das gucken wir uns in einem anderen Video an. Und dann würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So.